denn der Österreicher lebt polarisch. Er ist ein Phänomen in der Fähigkeit, Gegensätze nicht zu synthetisieren, sondern auf dem Und von entweder und oder fröhlich zu leben und sich einmal lächelnd dem einen und weinend dem anderen oder umgekehrt zuzuwenden. Also diese Fähigkeit einer Bewegung zwischen Polaritäten ist in dem Titel dieser Ausstellung drinnen. Und darum sage ich nicht, hier Mathematik, dort Expressionismus, sondern in dieser Stadt hat es immer eine starke Verknüpfung dieser Tendenzen gegeben. Und das ist jetzt das Erstaunliche, dass viele der Werke österreichischer Künstlerinnen und Künstler, die Sie hier sehen, und nicht nur österreichische, sondern aus dem mitteleuropäischen Raum, sind in der Tendenz der Konkreten, der Konstruktiven nicht sehr präsent gewesen. Sie wurden kaum wahrgenommen oder wenn sie wahrgenommen wurden, hatte man in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich ein Problem damit, eben genau wegen des anderen. Und wenn Sie ein oder zwei Etagen tiefer sehen, eine Arbeit von Peter Weibel, die heißt Das gequälte Quadrat, dann können Sie sich vorstellen, dass ein Hardliner-Konstruktivist damit nicht viel anfangen kann. Aber gerade diese Arbeit aus den 70er Jahren, Das gequälte Quadrat, öffnet Möglichkeiten in Österreich, in der Kunst, die es in anderen Ländern so nicht gegeben hat. Und meine Interpretation, ich bin zwar manchmal Wissenschaftler, aber auch subjektiv unterwegs, der Erfolg der neuen Geometrien, der neuen Konzepte der 80er Jahre in der österreichischen Kunst hat etwas mit diesem Möglichkeitssinn zu tun, der nicht am rechten Winkel präzise festhält, sondern eine Verbindung selbst von gegensätzlichen Sachen ermöglicht. Also suchen Sie den präzisen rechten Winkel, aber auch das andere. Auf dieser Suche wünsche ich Ihnen viel Glück.